Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und die Intelligenz der Helfer sollte ja in dieser Version des LS deutlich besser sein. Wir haben ein Problem. Wir haben ein massives Problem. Weil wenn ich das jetzt stoppe, dann mache ich mir meine Sonnenblumen kaputt. Die hier stehen. Also zumindest mit dem anderen. So, ich werde jetzt den Helfer mal rausnehmen hier. Also zumindest mit dem Flug. Vorne habe ich ja Fliegebereifung drauf. Aber der Flug macht mit seinen Rädern hier mit die Sonnenblumen kaputt. So viel zum Thema, der Helfer weiß, was er tut. Sehr schön. Er sollte hier hinten mulchen. Ich weiß gar nicht, wie er da hingekommen ist. Also, was ihm dazu verlitten hat, nachdem er hier runtergefahren ist und eine Wende machen sollte, in dieses Feld zu fahren. Keine Ahnung. Also ich persönlich muss sagen, böses LS. Böses LS. Also, ganz böses LS. Ganz, ganz böse. So. Gut. Das hat sich jetzt nun mal ergeben hier. Ich wollte aber halt eben nicht neu laden. Ja, da müssen wir jetzt mit leben, dass dort ein paar Sonnenblumen kaputt gegangen sind. Quatsch, falscher Knopf. Sehr traurig, aber wahr. Der LS ist wunderbar. Ich mache viele Fehler. Das Programm auch. Was soll es? Das ist schade. Das ist einfach nur schade. Dann wären wir schon wieder bei dem Thema, was wir ja letzte Folge hatten, mit dem jemand kritisiert etwas und so weiter und ist da voll dabei und versucht halt Dinge einzuordnen. Und hier müssen wir eindeutig sagen, ist die Einordnung welche? Böses Hasi, böses LS. Wenn es denn so ein Blödsinn macht. Hey, die Witzgerne, da kannst du dir aber auch wirklich, das kannst du nicht ausdenken, sowas. Ich habe wirklich am Ende gedacht, wir haben jetzt einen Helfer dafür, A, bezahlt, dass der im Kreis meiner Sonnenblumen rumfährt und dass er meine Sonnenblumen kaputt macht. Weil die Wände da nicht hinkriegt. Ja, da fragst du dich, also ernsthaft. Nee, also da bin ich wirklich, das ist so, sowas bringt mich, da bin ich, also da werde ich fuchsig. Und ich meine nicht die Blume. Oder das Tier. Ich meine, man kann ja darüber lachen, ne? Wie das aussah. Deswegen habe ich das auch am Anfang gesagt, der gleich hin. Ach, das ist ja schon wieder witzig. Naja. Gut. Also, böses Hasi. So wird wahrscheinlich hoffentlich die Folge heißen. Vielleicht merke ich mir das bis dahin, wenn ich das Thumbnail dafür mache. Vielleicht mache ich die heute Abend gleich noch, dann habe ich das hinter mir. So, ich bin immer noch in freudiger Erwartung, dass demnächst der Skispringen losgeht. Dauert auch nicht mehr lange. Die Vierschanzentournee geht los, Skispringen. Ich muss ja sagen, okay, es ist wirklich das einzige Event vom Skispringen, was ich mittlerweile großartig schaue. Ich war früher wesentlich mehr im Wintersport drin. Ich habe nie verstanden, Alpinsport. Das ist so ein Ding, die Faszination von alpinen Skisport habe ich nicht verstanden. Ich habe mir sehr gerne Bob angeguckt, Rodeln, ich habe mir auch, also Bobfahren, gerade Bobfahren, das fand ich faszinierend. In so einer Eisröhre mit so einem Gestell durch die Gegend eiern dort oder auf dem Rodel da drauf und mit was für Geschwindigkeiten die denn da durch diese Eisröhre durchschießen. Das hat mich wirklich immer gepackt und fasziniert. Da musste ich immer sagen, so allergrößten Respekt vor diesen Leuten. Ich habe es aber nicht hingekriegt. Ich meine, diese Abfahrt oder Riesenslalom, Slalom, sonst irgendwas, das ist auch so unfassbar schnell, wie die auf diesen Holzbrettern da unterwegs sind, mit nicht gerade sehr viel Schutz am Körper. Und man sieht es ja auch, jetzt gab es wieder vor kurzem, also jetzt bei mir ist es genau, glaube ich, ein Tag her, einen schweren Skiunfall bei der Abfahrt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, bei welcher Disziplin es war, wo der Weltcup-Führende halt die Kontrolle über seine Skier verloren hat und dann in den Fangzaun, also mehrere Fangzäune so am Rand immer stehen, da reingeflogen ist und wohl sich schwerste Knieverletzung zugezogen hat, Kreuzbandriss und so ähnliches. Vielleicht ist es auch das, weil ich das nicht sehen will, wie
Ja gut, ich meine, okay, beim Skispringen, wenn da einer auf die Mappe fällt, das ist auch immer ganz schön nicht schön anzuschauen, ne? Das ist auch immer sehr gefährlich, muss man wirklich sagen. Also so ein Skispringer, wenn es den da umrudelt bei der Landung, da geht auch sehr, sehr, sehr schnell sehr viel kaputt am Körper, weil die sind ja auch, aber ich meine, da ist es einfach der blanke Wahnsinn, der mich da... Ich selber habe Höhenangst, muss ich dazu sagen. Also ich oben auf einer Skisprungschanze stehen, ha, im Leben nicht. So, und dann halt eben die Leute dort zu sehen, wie die sich da oben auf so einer Schanze, und wenn man jetzt mal nicht die kleinen Schanzen, die man eventuell mal kennt, wenn man, ich glaube, wenn hier Rode stehen, so drei Schanzen, so kleine, wo der K-Punkt maximal 50 Meter ist. Ich bin mal einen Hang mit einem Schlitten runtergefahren, das weiß ich. Das war in Altenau im Harz, auf einer Klassenfahrt. Da haben wir Klassenfahrt hingemacht. Auch ganz witzig. Da haben wir eine Klassenfahrt hingemacht. Das war die schönste Klassenfahrt, die ich hatte, weil ich mag Schnee. Also ich bin ein großer Fan von Schnee, von Winter. Finde ich immer toll. Ich finde es auch in Spielen toll, wenn Winter gut dargestellt ist. Durch Schnee und ähnliches. Und auch im LS finde ich das toll, wie der Winter dargestellt ist, aber muss ich wirklich sagen. Auch wenn ich die Faszination Schneeschieben in diesem Spiel nicht verstanden habe. Oder nicht habe, nicht mache. So, jetzt sind wir endlich gerade hier. Das hat auch lange gedauert. Naja, der innere Mond. So, und wie gesagt, denn da oben auch so ein alleine nur bei mir mal schon. Weißt du, da war eine Holzschanze, die da stand. Keine Ahnung, ob die da noch steht oder nicht mehr steht. Es war so ein ganz komisches Konstrukt, und da sind ein paar von uns aus der Klasse sind da oben hochgekraxelt. Nicht runtergefahren. Es lagen auch gute 30, 40 Zentimeter Schnee. Also mit dem Schlitten runterfahren war auch gar, also den Hang runterfahren war gar nicht so einfach. Da musste man vorher eigentlich erstmal mit dem Körper einmal runterrollen, rodeln. Schlittern, also wirklich auf den Bauch direkt in den Schnee schmeißen und dann sozusagen den ganzen Schnee wegbringen, damit der Schlitten drüber fahren kann mit seinen Kufen. Also ein bisschen so, also sagen wir, wir haben uns dann runterrollen lassen, beziehungsweise sind da auf den Arsch runtergerutscht im Schneeanzug. Das hat auch schon wahnsinnig Spaß gemacht. Dann da wieder hochkraxeln, war ja schon anstrengend, aber dann mit dem Schlitten da diesen Hang runter fließen, das war schon cool, das hat schon Spaß gemacht. Und ja, da lag überall am Straßenrand so große Schneeberge, wie man es halt kennt, wenn das dann halt in die Straßen geräumt werden und die Schneeflüge alles auf einen Fleck bringen und so. Alleine das war schon faszinierend für mich. So, das erstmal dazu, warum ich Winter mag und warum ich dann eventuell auch ein bisschen den Wintersport mag. Ich habe sehr gerne Biathlon geguckt und ich gucke sehr gerne Biathlon. Bin ich jetzt in letzter Zeit auch nicht so oft zugekommen, weil es läuft halt meistens, wenn ich arbeite oder am Wochenende, wenn ich Aufnahmen mache. Für andere Sportarten, wie zum Beispiel American Football, stoppe ich ja Aufnahmen, beziehungsweise auch Formel 1, ne? Da muss ich auch sagen, ja, da geht die Liebe etwas weiter. Ich muss da wirklich, also ich muss mich da mal nochmal richtig reinfuchsen, und wie ich das gerne haben möchte und so, da muss ich mal gucken, dass ich das denn im Laufe der Zeit eventuell wieder ein bisschen besser mit unterbringe. Jetzt für die Vierschanzentournee unterbreche ich die Aufnahmen auch. Beziehungsweise, ja, müsste ich sogar frei machen. Das eine Springen ist, glaube ich, nämlich am 2. Januar. Nee, Neujahrspringen ist. Aber wie ist denn das? Neujahrspringen ist in Oberstdorf, ne? Denn es kommt Bischofshofen und dann kommt. Nee, der kommt Innsbruck und dann kommt Bischofshofen. Ich glaube, Innsbruck liegt mitten in der Woche dann. Da müsste ich mal gucken, wie ich das mache, aber ich denke mal, leider ist mein körperlicher Zustand gerade wieder so ein bisschen, ne, dass ich eher so sage, ich müsste nochmal zum Doc. Vielleicht mache ich das am Montag gleich, dann am Dienstag, am 2. Januar. Ich weiß ja gar nicht, ob die Ärzte alle aufhaben. Da gibt es ja momentan auch Ärger und Stress, aber okay. Gut, kommen wir dazu zum Wintersport wieder zurück. Das ist viel faszinierender als mein Runterdrifter. Jedenfalls habe ich, oder schaue ich dieses Skispringen halt gerne, weil das ist wirklich der helle Wahnsinn. Alleine wenn ich an Planitz, an die Skiflugschanze denke, wo die, ich weiß gar nicht, wie lang der Anlauf ist und sonst irgendwas dergleichen, aber wo die dann da den Hang runterfliegen und
ja, die fallen ja eher, als dass sie fliegen, ne? Also es ist ja, wenn es jetzt einfach eine gerade Fläche wäre, dann würden die, keine Ahnung, nach 20 Meter alle wieder unten sein. Aber dadurch, dass dieser Hang halt so gebaut ist, wo die dann halt wieder richtig landen können und sonst irgendwas, nochmal groß weiten, da wird das ja ausgebaggert und. Also das ist ja, das hat ja jetzt, sag ich mal, ja, ne? Es wird spektakulärer, aber es wird natürlich halt auch gefährlicher für die Leute. Und die sind ja dann durchaus 8, 10, 12 Meter hoch in der Luft über dem Hang. Und wenn dann wirklich durch irgendetwas was Dummes passiert, dass sie halt Schräglage kriegen, dass sie dann abstürzen und sowas, das ist halt auf die Fresse fliegen mit 100 km/h aus 12 Meter Entfernung. Höhe. Aus diesem vierten Stock. Also, und dieses Risiko, sind nicht immer 12 Meter, manchmal sind es auch bloß 4 Meter, aber auch selbst wenn du aus dem zweiten Stock springst, wenn du da nicht weißt, wie du zu fallen hast, da brichst du ja aber ordentlich die Gräten. Für manche ist dann auch Schluss. Ne? Also die brechen sich die eine Gräte im Hals oder sowas. Also ich nick. Und also das ist schon sehr, 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 also da gehört für mich sehr, sehr viel Mut dazu, das zu machen, diesen Sport machen zu wollen. Also ich persönlich habe die Faszination rührt daher, weil ich es für mich nicht vorstellen kann und ich das sehr, sehr, sehr mutig finde, was die Menschen dort treiben. Und das musst du auch wollen. Also es gab eine Zeit, die ist glaube ich schon wieder vorbei, aber es gab eine gute Zeit im Skispringen, so Ende der 90er, wo du richtig, auch richtig, richtig fett Geld mitverdienen konntest, mit Werbeverträgen. Ich glaube, das ist ein bisschen weg, nicht mehr ganz so doll, kommerzialisiert. Ich weiß gar nicht, warum das so gelaufen ist, aber auch bei mir ist es ja ein bisschen aus dem Fokus rausgeraten. Ne? Sonst war ja Vier-Schanzentournee, das wurde ja zum Teil von den privaten Sendern, also von RTL übernommen und riesen Gelder dafür bezahlt. Ich glaube, das ist mittlerweile vorbei, auch wenn du, weiß gar nicht, glaube ich, bei der Vier-Schanzentournee gewinnst, kriegst du sogar Geld, wenn du die Qualifikation gewinnst. Und dann jedes Springen gewinnst du halt Geld, wenn du es gewinnst. Aber es ist halt immer die Sache, wenn du es gewinnst. Ne? Man weiß immer nur, was der Gewinner kriegt. Was kriegt derjenige, der die ganze Zeit da auf Platz 25 bis 30 rumhopst? Oder noch schlimmer, die gar nicht in den zweiten Durchgang kommt. Gibt ja auch viele, die die ganze Saison mitspringen und gar nicht in den zweiten Durchgang kommen. Die verdienen ja eigentlich nichts damit. Ne? Also hätte ich fast gesagt, also für sich selber. Keine Ahnung, Teilnahme an der Tour. Vielleicht müssen sie sogar noch Geld mitbringen, ne? Weil sie, was weiß ich, in den Startplatz kaufen müssen. Gut, wird meistens von dem nationalen Verband wahrscheinlich gemacht oder sag ich mal, vielleicht sind das auch Armeesportler alles. Weißt du alles nicht, ne? Aber das musst du wollen. Das ist halt eben wieder so, ne? Wie auch hier auf YouTube, ich das immer so sage, ne? 1000 machen's, 100 verdienen ein bisschen was damit, 10 verdienen damit, dass sie nahekommen. Und einer verdient so viel, dass er davon reich wird. Ja, oder dass er damit wirklich sagen kann, ich kann mir Wohlstand davon aufbauen und leisten. Es ist nicht. Es ist halt wirklich. Oh, das wird sehr knapp. Nee, das langt nicht. Muss hier stehen bleiben. Okay, gut. Schade. Vor allem muss ich hier krumm stehen bleiben. Das ärgert mich am meisten. So, dann fahren wir jetzt mal ab. Und das bringen wir jetzt alles in unser Lager erstmal. Und dann entscheiden wir, wie viel wir aus unserem Lager wieder rausholen. Es ist nicht viel. Also wir haben jetzt hier 51.000 Liter drin. 50.000 will ich lagern lassen. Das heißt also 17.000 sind drin. Heißt, momentan haben wir 18.000 Liter ungefähr, die wir zur Ölpresse bringen können. Das kann man jetzt schon mal prima dem auf Instagram sagen. Wir könnten auch nur so viel abladen, dass 15.000 drin sind. Dann hätte ich aber schon mal früher fahren können. Das hätte ich ja nicht machen können, ne? Wenn ich 50.000 will, dann hätte ich ja sagen können, okay, wenn ich hier 33.000 Liter drin habe, fahre ich hin und dann mit dem Rest fahre ich wieder zurück. Und dann fahre ich wieder zurück und alles, was dann auf dem Feld ist, geht direkt zur Presse. Da, so machen wir das auch. So machen wir das auch. Also dieser Spam wird aber auch immer schlimmer. Ich habe eine Spam-E-Mail gekriegt, auf dem Handy blinkte gerade die Nachricht auf. Oh, ist das. Wird wirklich immer schlimmer. Ja, die E-Mail-Adresse ist langsam verbraucht. Na gut, mach. Gott. 20 Jahre, nicht die Jahre, 22 Jahre. Welche eine die gleiche E-Mail-Adresse haben. Die ist jetzt, ich habe einmal bei einem nicht so seriösen Shop anscheinend eingekauft und seitdem ist es explodiert. Unfassbar, ey. Das ärgert mich auch so sehr und dann
war das auch noch so ein halber Scam-Shop. Also klar, das, was man da gekauft hat, ist immer schick, ja, okay. Aber qualitativ ist das halt im Dropshipping gewesen und das merkst du auch. Und dann musst du noch Zoll dafür bezahlen, das ist alles ein Quatsch. Ja, da ist meine E-Mail-Adresse jetzt einmal in die Rotation gerannt und dann wirst du halt nicht mehr los. Ist noch nicht bekämpft. Also das Schöne ist ja, Outlook hat sich ja zum Anfang des Jahres geändert. Es gab ja mal dieses Mail von Windows selbst, was eigentlich ein ganz gutes Mail-Programm war. Konnte man mehrere Accounts machen, sonst irgendwas. Dann sind wir immer mehr beschnitten, konntest bloß noch zwei Accounts machen mit Mail. Und ja, deswegen bin ich ja jetzt auch zu Thunderbird gewechselt, was das Mail-Programm angeht. Das ist... Keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Ein schönes Bild, ne? Eine erfolgreiche Rapsernte, schönes Bild. Zwei große Hänger voll mit Raps. 51.000 Liter. Und alleine 100.000, ne? Wo sie 2.000 bringt. Oder? 2.000 rum? Raps? Weiß ich gar nicht. Was sind da Hype, weiß ich. Und Raps? Können wir sich hier irgendwo gucken? 1.300, ah, okay. So viel ist es nicht. Aber gut, wenn wir es dann zu Öl gemacht haben. Dann ist es, glaube ich, 1,3 oder 1,4 ist da der Gewinn dabei, was wir da rauskriegen. Geht das schon wieder noch ein bisschen besser. Ich denke mal, ich muss auch größere Flächen noch mit Raps machen und so. Naja, wir werden ja irgendwann mal auf, sag ich mal, 6 Hektar im Schnitt, auf 8 Hektar im Schnitt gehen oder so, dass wir mehr Flächen nehmen. Wie geht hier was? So, wir laden jetzt 35.000 Liter ab. Das heißt, ich werde erst den vorderen Hänger werde ich 10.000 Liter abbunkern. Ungefähr. Und hinten habe ich drinne 25.000. Keine 10.000. Hinten ich, reicht das nicht? 25 plus 17 sind 22, 42. Ich lasse mal hier ein bisschen raus. Bisschen was lassen wir hier raus. So. Dann machen wir den kompletten hinteren Hänger. Dann müssten ungefähr 50.000 drinnen liegen im Bunker. So. Wir müssten jetzt 25.500 Liter oben drauf gekommen sein. Ich hatte 17, ich habe glaube ich 6 reingelassen, das sind 23. Nur kurz vor 50.000 müssten wir in 49,409. Das ist gut. So, lassen wir das. So, den Rest, der vom Feld kommt und was jetzt hier reinpasst. Was jetzt fies wäre, ist natürlich... Warte mal, ich habe 17.000 Liter da rumliegen, ne? Bin ich ja nicht schon wieder fast voll. Ich kriege nochmal 17.000 Liter raus, ne? Das könnte zu viel sein. Ich muss hier abplanen. Das klappt nicht. Ich habe 17.000 Liter dort drin. Ich kann jetzt hier... Ich habe jetzt abgeladen 25.000. Und ich kriege nochmal locker 17.000 raus. Also 34.000 raus. Ich muss komplett abplanen. Ah, die Idee klappt nicht so, wie ich dachte. Es sind noch... Da sind zwei Spuren da. Komm, noch ist dran. Wir fahren da jetzt hin. Es wird, glaube ich, ein bisschen was im Bunker drinne bleiben, aber wenn ich ein so ein Gliederzug von 50.000 dann zum Dings bringen kann, ist okay. Und alles, was im Mähdrescher ist, das fliegt in den Schweinestall rein und dann ist gut. Okay, so machen wir das, weil ich komme ja mit dem Mähdrescher eh zurück. Die Frage ist, ob ich den Auftrag für Pelt 11 dann kriege und ich da gerade da oben stehe, ne? Gibt's gerade nicht, okay. Das wäre natürlich dann so eine Sache, ne? Ja. Müsste passen. 17.000 Liter hinten rein, dann ist hinten noch Platz für 8.000. Und vorne ist jetzt auch Platz für 6.000 und 14.000 Liter. Und ich glaube, es muss nur einmal hoch, einmal runter. Und vielleicht ein bisschen was. Und das müsste so ungefähr 17.000 Liter ergeben. Also das könnte sich ganz knapp ausgehen. Das wird spannend. Na gut, okay.
Wir werden sehen. Hätte ich 2000 Liter mehr mit rausgegeben, wäre es besser gewesen oder so. Aber ist okay. Ich will, na gut, dann haben wir 51.000 Liter lieber dahin bringen. Das sind dann, ich glaube, das ist 3 zu 5 oder so das Verhältnis. Das ist ganz komische Sache da. Bringen wir ein bisschen noch was raus an Öl dann. Ah, passt schon. Ach so. So, dann sind wir aber mit der Ernte diesen Monat fertig. Und leider können wir den Helfer da unten nicht hier brauchen. Das ist zum Kotzen. Das ärgert mich jetzt gerade richtig. Also da auf dem Feld kann ich den Helfer sicherlich laufen lassen. Der wird sich wahrscheinlich überall festrammeln an den Gebäuden, die links und rechts stehen. Auf den anderen Feldern, ich kann nirgendwo den Helfer laufen lassen hier. Das ist zu doof. Dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Der Helfer ist zu doof. Alles klar. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.